Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, das letzte Mal haben wir uns ja hier auf dem Server Back to the Roots ausgeloggt. Wir hatten den Fleischspieß hergestellt und werden den jetzt erstmal hier verdrücken. Obwohl. Wusste gar nicht. Quatsch. Weiß ich auch, warum es alles so schnell ging. Weil ich habe nicht alles Essen drücken gemacht. Ist aber auch nicht so schlimm. Machen wir jetzt halt. Wir werden weiter der Straße hier folgen. Ich weiß nämlich momentan nicht so wirklich, wo ich bin. Obwohl ich eigentlich eine Vermutung habe. Aber solange ich das jetzt nicht hundertprozentig weiß, glaube ich erst der Straße hier nach. Ja, wir hatten ja auf jeden Fall auch noch 5 Pilze noch im Inventar. So, wir essen jetzt erstmal im Liegen, weil ich habe gerade das Problem. Ihr merkt es ja selber, ich bin am Essen. Ich habe auch nicht so wirklich... nee, ich bin fertig. Warte, ich muss... da war was, genau. Wir sollten vielleicht erstmal einen Stein suchen und oder 2 Steine suchen. Und eine neue Steinaxt bauen für den Fall, dass unsere nämlich jetzt kaputt geht. Nein, 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 nein. Oh. Scheiße. Ja, die Dame hat uns gehört. Dann bleibt jetzt nichts anderes übrig. Gott sei Dank, hat geklappt. Die hatte aber leider auch kein Garn. Denn eigentlich wollte ich, wie gesagt, Steine suchen. War das? Ach, Steine suchen, sehr schön. Weil ich bräuchte nämlich definitiv... So. Zweite Steinaxt. Fall, dass die eine jetzt hier kaputt geht. Die eine werden wir jetzt gleich auch in die Hand nehmen und die zweite dann auf den Rücken. Wir haben noch 4-mal Fleisch von dem Wildschwein. Habe ich denn eigentlich Unterkühlung, ne? Deshalb geht das alles gerade runter, oder war das, sehe ich das falsch? Ja, Unterkühlung, okay. Wobei ich mich echt frage, wieso ich unterkühlt bin, weil eigentlich bin ich hier relativ warm angezogen. Könnte natürlich an der Temperatur, an der Uhrzeit liegen, weil eigentlich habe ich praktisch einen Pulli an, ich habe eine Jeanshose an. Da habe ich noch alles an. Ich denke mir echt mal, es liegt an dem Pulli, okay. Meine Befürchtungen haben sich bestätigt. Wir sind hier, glaube ich, auf dieser Hauptstraße, die zu den Steinbrüchen führt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich auch irren. Aber das werde ich ja dann gleich sehen. Jeden Fall ist da eine Bahnschiene. Verführung. Kann aber auch sein, dass ich hier gerade an dem Teil bin mit dem dass da rechts der untere Steinbruch ist, so. Natürlich auch sein. Toll, ich habe gleich keine Ausdauer mehr, sehe ich gerade. Das hier muss in kleine Stöcke zerteilt werden. Dann kannst du dich ausruhen, weil wir noch 3 Pfeilspitzen herstellen.
auch. Mal wieder unsere 12 Pfeile. Schmeißen uns mal kurz hin. Überlebensfähigkeit habe ich jetzt schon Anfänger auf 7%, okay. Scharfschütze noch ewig dauern. Genauso wie meine Aufmerksamkeit. Genau. Eher so aus, als wenn das die Straße ist, die zum unteren Steinbruch führt. Ein Problem, was ich langsam eher sehe, ist, nichts zu saufen finde und dabei habe. Ne, wir sind hier bei den beiden Steinbrüchen. Da ist der untere Steinbruch, das hier ist der obere Steinbruch. Dann weiß ich jetzt so ziemlich genau, wo wir sind. Ich weiß nicht, ob ich wirklich hier hin möchte. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich brauche Zeug. Und ja. Wir sollten mal ein wenig schauen, dass wir drauf kommen. Gesundheit und Unterkühlung geht zurück. Schön, das heißt, es wird langsam warm hier wieder. Jump mal ein bisschen in der Hoffnung, irgendwo rüber zu kommen. Mich da in die Büsche zu legen. Nu, lauf jetzt. Bis in den Busch wirst du es wohl noch schaffen. So. So, fortsetzen. Der geht mit. Ich habe nur noch 79% HP. Woran liegt das jetzt? Immer noch an der Unterkühlung, okay. Natürlich auch blöd, wenn man die Unterkühlung AP verliert. Soll hier vielleicht jetzt leise reinkommen? Eigentlich schön ruhig hier, ne? Schöne Vogelgezwitscher, obwohl ich weiß nicht, ob ich gerade in der City einfach nur Glück hatte, weil wenn man sich das hier anguckt, hat gar nichts an Loot da.
Fällt mir auch jetzt erst auf, dass das da hinten auf. Das heißt, hier war vielleicht irgendein. Was ist da? Sind alle auf. Auch da hinten die Tür. Deshalb vermutlich auch kein Loot. Vielleicht sollte ich einfach mal gucken, dass ich hier wegkomme. Denn ich denke mal, dass es da noch nicht lange her ist, dass jemand hier war. Würde ich jetzt mal behaupten. Es steht alles auf, der Loot ist noch da. Kein Loot mehr da. In meiner Welt heißt das, dass da mal vor kurzem jemand war, der Loot noch nicht respawned ist. Schön, dass hier ein Waldstück ist. Hier durch das Waldstück fliehen kann. Weil ich habe im Prinzip so nicht wirklich irgendwas entgegenzusetzen. Was ich vielleicht gucken könnte. Weiter in südliche Richtung gleich. Dann mal gucken, was so der Bunker da hinten abschmeißt in A3, weil ich dürfte, glaube ich, im A3-Sektor sein, aber dann müsste ich südlich, aber ich möchte jetzt auch nicht hier über die freie Pläne laufen. Natürlich aus taktischen Gründen, nicht direkt gesehen zu werden. Ist dieses scheiß Pferd, was mich gleich eh verrät, wenn es mich sieht oder hört. Ist doch immer, warum habe ich die Viecher eigentlich immer bei mir, wenn ich sie nicht brauche? Ganz ehrlich, wenn da hinten der Steinbruch ist, das Pferd hier ist schon. Da möchte ich nicht lang. Hier weiter durchkommen. Am besten ohne die Aufmerksamkeit des Pferds zu kriegen.
Sehr schön. Was mich aber auch wieder stutzig macht. Viele Vitamin D-Pilze, sehr schön. Aufnehmen. Aufnehmen. Den auch aufnehmen. Dann irgendeinen Pilz aufgenommen, den ich nicht haben darf. Nee. Oh, okay. Ich glaube, ein Pilz ist, den man nicht essen sollte. So wie das gerade aussah. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das heißt, können wir auf jeden Fall mal wegschmeißen. Ich habe Durst. Ja, super. Ja, aber nichts zu trinken. Ich glaube, hier unten im Sektor gibt es auch nichts zu trinken. Ich glaube, der Bärlauch gab ein wenig Wasser. Bärlauch hat ganz viel Wasser. Müssen wir jetzt halt ein bisschen Bärlauch futtern, wenn wir genug finden. Der mal ewig durchsuchen finden würde hier. Hallo, danke. Kurz. Definitiv kein Pilz zum Essen. Weg mit den Dingern, das waren mal lauernder Kalkkopf oder so, das waren mal Vitamin D-Pilze oder wir haben die mal als Vitamin D-Pilze genommen. Das heißt, keine Vitamin D-Pilze mehr. Noch die Pfifferlinge. Pfifferlinge, was haben wir hier? Aufnehmen. Riesenchampion. Auch ein Riesenchampion. Auch ein Riesen. Essen wir den mal. Er gibt auch Wasser. Den hauen wir runter. Ich nicht. Westlich. Wir können auch erst westlich laufen. Müssten wir nachher an der Straße kommen und die einfach nur runterlaufen. Dürfte doch schon die Straße sein. Ja, es ist eigentlich gut, wenn man sich in den Gebieten auskennt und hier, dadurch, dass wir hier jahrelang, ja, ich sag mal, fast gelebt haben, die letzten zig Updates,
Kenne ich mich hier unten halt am besten aus, deshalb weiß ich ungefähr, wo wir sind. Ich möchte auf jeden Fall jetzt erstmal den A3-Bunker looten. Wenn wir reinkommen, dann durch den A4-Sektor vielleicht dann hoch oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Schauen einfach mal, wo uns hier die neuen. Ja, das uns hier im neuen Abenteuer hinführt auf dem Server. Also wie gesagt, ihr habt es ja mitgekriegt, die Zombies machen hier auf jeden Fall jede Menge Aua. Das heißt, wenn ihr zwei am Arsch habt oder drei, könnte das schon euer Ende sein. Wie gesagt, die echten Pfifferlinge sind noch die, die man essen kann. Die anderen davon nicht mehr. Sollte man dann jetzt auch mal wissen. Weil die Pilze geben dann jetzt halt doch, also sind giftig mittlerweile und man kann sie nicht mehr essen. Im Gegenteil, man kotzt dann eigentlich das, was man so gerade schön in sich reingestopft hat oder so wieder aus. Was dann auch nicht wirklich, ja. So toll ist. Irgendwie fällt mir die so wirklich ganz. Oh. Also ich meine, ich finde es schön. Ich finde es auch im Wald schön, wenn man da durch die Gegend läuft und es so schön ruhig ist oder so. Aber die Stille hier macht mich gerade ein wenig stutzig. So. Eigentlich könnte man hier auch mal gucken. Okay, hier der Server ist sehr gut besucht. Ich habe 1006, ach, ich bin 166. Mit 79 Punkten. Also ist hier auf dem Server doch schon einiges los. Kurz gucken. Es gibt hier. Oh. Flo? Flo hat hier ein eigenes Squad? Okay. Nein, Quatsch, war ein Scherz. Es gibt hier 20 Squads. Heldenfloh, Missetäter, okay. Brustdosen, Stolpertruppe, Comebacks, Asylium. Okay. Ist natürlich. Eine Menge und ich glaube, auf dem Server ist auch schon eine Menge los um die Uhrzeit. Dann mal hier. Oh, sehr schön. Dame mit einem Schuss erledigt. War auch mal ein Meisterschuss von mir. Der schien nämlich wirklich direkt in den Kopf zu gehen. Zuerst ein Scam-Dollars, was mich sehr fröhlich stimmt. Also ich kann noch nie mal Scam-Dollars hier aufnehmen, oder was? Das ist ja mal ein sehr merkwürdiger Zombie. Oder Tasche, Hose. Nee, was ist denn das? Pulli.
Der Pulli kann nur eine Hose aufnehmen und dann war es das. Kein Geld, kein nix. Ich weiß zwar nicht, wie ich Pulli in die Hose kriege, aber okay. Wie gesagt, ich bin hier erstmal jetzt in heimliche Gefilde gelaufen. Weil hier kenne ich mich halt aus. Hier weiß ich, dass da hinten direkt ein Bunker ist. Ich weiß, dass da hinten die Naval Base ist und noch ein Bunker. Vielleicht habe ich Glück und wir können bei den nächsten Malen was aus den Bunkern ziehen. Weil, ja, so in 5-6 Minuten werden wir auf jeden Fall mal wieder Feierabend machen, weil dann die halbe Stunde vorbei ist. Schauen für den Fall. Wenn wir eine Armbrust finden oder so, sollten wir vielleicht einfach mal Federn mitnehmen. Wir dann einfach Armbrustbolzen herstellen können. Nur die mit Steinspitzen sind, aber besser wie gar nichts. Sache, was mich ein bisschen stutzig hier macht gerade zur Zeit, ist halt wirklich keine Zombies, kein nix. Wenn die ganze Zeit hier jemand vor mir ist und irgendwie das Zeug lootet oder so. Ding hat noch. Okay, hier ist ein Zombie. Ernsthaft. Meine Fresse. Das war jetzt. Oh, ich habe gedacht, die Dame ist tot, wollte aufhören zu schlagen und die durchsuchen. Und ja. In dem Moment gibt die mir noch einen mit. Berg. Ach so, nee. Da wollte ich in Gesundheit. So, ich bräuchte. Ja. Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Ich habe doch vorhin extra. Blöd. Scheiße, ey. Ich glaube, ich habe vorhin irgendwie Scheiße gebaut. Fetzen schneiden. Wenn wir damit fertig sind, können wir dann mal unsere Wunde verbinden. Sehr schön. So, in Fetzen spinnen. Weil dann werde ich nämlich jetzt wieder auf jeden Fall Verbände anlegen. Jetzt auch der Geldschein hier runterpassen. So, wenn wir dann jetzt endlich mal Nähzeug finden würden, wäre das auch nicht so verkehrt, weil dann könnten wir nämlich vielleicht mal langsam mit der Theorie Köcher bauen, wo wir dann auch unsere Pfeile einbringen könnten. Schön. Denn
Ach doch, da, ich hoffe mal irgendwo Bauernhaus. In dem Haus wieder gar nichts war, macht mich natürlich auch wieder stutzig. Passt aber rein. Könnten wir nämlich jetzt auch einen der Pilze essen, in der Hoffnung, dass er wieder Wasser gibt? Zweiten am besten hinterher. Wir haben nämlich nur noch 21% Wasser. Pech haben, finden wir nichts. Was auch nicht so toll ist. Vorhin auch so richtig schön gefroren und jetzt, ja, dieses. Ach, Moment, da ist schon der Bunker. Trifft sich natürlich gut, weil wir wollten ja in den Bunker rein, oder ich besser gesagt. Auf 162 geklettert. Juhu. Vom noch weiter darüber. Und da ist die Luke, wo ich auf gar keinen Fall rein möchte. Da uns jetzt aber auch die Puste ausgeht, würde ich mal sagen, legen wir uns dort in die Büsche und machen dann auch erstmal für heute. So. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen da und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Dann seht ihr auch beim nächsten Mal, wie es weitergeht mit unserem Bunker-Run dann. Und ja, werde mich dann jetzt hier erstmal auslocken. Danke euch fürs Zuschauen. Oh, geil, 180 Sekunden. Das heißt, 3 Minuten warten, bis wir uns ausloggen können, ist nicht so toll. Und ja, von daher sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal, euer Falli.